Sabine fragt: Wasserkocher mit einstellbarer Gradzahl oder Wasser auf jeden Fall kochen und abkühlen lassen? Guter Punkt, das kommt auf dein Wasser an. Wenn du, liebe Sabine, ganz, ganz, ganz weiches Wasser hast und nie entkalken musst und auch ein Brita-Filter nichts bringt und der Tee köstlich schmeckt, dann kannst du auf jeden Fall diese Temperaturvoreinstellung nehmen. Wenn du aber sehr hartes Wasser hast, dann solltest du auf jeden Fall vorher das Wasser einmal aufkochen lassen. Dann ist so eine Temperaturwahl eigentlich Blödsinn. Denn was passiert? Wir haben im Wasser haben wir Kalkbildner. Das heißt, das sind kleine Schwebteilchen und daran setzt sich Kalk fest. So, und die zerren aneinander und die wollen immer beieinander sein und die werden erst bei kochendem Wasser aufgelöst. So, das heißt, sehr kalkhaltiges Wasser sollte ich kochen, aufkochen, damit es sich löst. Was passiert sonst? Du stirbst nicht, keine Sorge. Du kriegst auch keine Magenkrämpfe, es sieht aber ein bisschen fies aus. Das heißt, wenn ich meinen Tee aufgieße und das Wasser nur hochkochen lasse, dann wird das so ein bisschen trüb und es bildet sich so ein Schaum obendrauf. Und das liegt einfach daran, dass der Kalk noch nicht aufgebrochen ist. Ist nicht schlimm, sieht aber fies aus und deswegen empfehle ich es nicht. Probier es einmal aus. Also, wie gesagt, wenn du weiches Wasser hast, kannst du es machen. Wenn du hartes Wasser hast, sehr kalkhaltig, dann würde ich es nicht machen, sondern einmal aufkochen lassen und dann eben einen Schwups kaltes Wasser drauf.